nicht viel Freizeit gehabt, jedes Wochenende so gut wie durchgearbeitet. War schon heftig. Aber als es wirklich fertig war, war ich einfach nur froh, dass es vorbei war. Die Deadline einhalten zu können vom 4. Mai. Wir hatten unmittelbar nach den Dreharbeiten, hatten wir sofort gesagt, ja, der 4. Mai wird das Release-Datum, weil wir halt irgendwo den Slogan gehabt hatten, pro Jahr ein Film. Und das war nicht wohl durchdacht, also für mich nicht. Während dieser Premiere oder während dieser Deadline, den Film zu schneiden, hatte ich nebenbei halt das Studium, ich hatte nebenbei meine Ausbildung, nebenbei Abschlussprüfungen, ich hatte nebenbei halt den Schnitt und das war dann doch so ein bisschen Steady Pressure. Das war schon, da hatte ich ehrlich gesagt, hatte ich schon den Arsch offen. Wir hatten vorher noch ziemlich viel zu planen und immer wieder Absprachen auch mit dem Kino gehabt. Das hat dann doch zu ein bisschen Nervosität geführt. Man steht so vor dieser Aufgabe, irgendwie so ein riesiges Event mit über 100 Leuten. Du sollst das irgendwie organisieren. Das war dann schon ganz witzig, das so zu machen. Deswegen war es eigentlich ganz cool, dass wir da gemeinsam geplant haben, gemeinsam uns Gedanken gemacht haben, wie wollen wir das überhaupt aufziehen. Wir wollten nicht einfach nur die Leute da ins Kino schicken. Wir wollten ein Erlebnis schaffen. Und ich denke mal, das ist uns an den Tag auch mit der Kulisse, die Marc und Lex dort geschafft haben, einfach richtig gut gelungen. Auch was die dort schon wieder aufgebaut haben, ist halt einfach der Wahnsinn. Das sind einfach zwei Personen auch, genauso wie Jana, die einfach für das Gesamtprojekt, für jeden Moment unseres Projektes sehr, sehr wichtig waren. Genau, zur Premiere am Tag selbst. Man ging da natürlich mit einer kleinen Aufregung hin, aber ich glaube, der krasseste von der Aufregung her vor Ort war dann doch der Thomas. Das war schon ganz, ganz lustig. Und das war auch schon sehr viel Arbeit, aber letztendlich hat sich alles gelohnt. Also ich hätte es auch niemals gemacht mit so viel Aufwand, so viel Zeitinvestition, wenn ich nicht mit ganzem Herz dahinter gestanden hätte. Und ich war einfach nur froh bei der Premiere. Also ich war einfach nur froh, dass es getan war. Ich war sehr aufgeregt, sehr, sehr aufgeregt. Nach diesen ganzen monatelangen Vorarbeiten mit Choreografien, Schauspielunterricht und halt den ganzen Schnitt und die richtigen Inszenierungen habe ich mich halt wirklich gefragt, wie finden das jetzt andere? Wie sehen es die anderen, wenn es fertig ist? Wie würden es alle anderen finden? Vom Ablauf der Premiere her war das wirklich alles ziemlich geil. Also für uns war das ein bisschen unwirklich. Wir saßen da und konnten eigentlich immer noch nicht realisieren, dass wir das Projekt so jetzt abgeschlossen hatten und auch fertig waren. Das war schon etwas sehr Besonderes für uns. Es war das größte Projekt, was wir bisher hatten. Und Tatsache ist einfach, dass wir bisher noch nie so ein großes Ziel erreicht haben. Und das war halt schon echt ziemlich heftig. Aber wir sind sehr froh, dass wir alles geschafft haben, auch ohne große Komplikationen, ohne irgendwie Schwierigkeiten. Und klar, war es halt zwischendurch trotzdem stressig, aber wir haben es geschafft. Und ob der Film überzeugt, ob generell die ganze Atmosphäre überzeugend ist. Und wir hatten ungefähr über 100 Leute dort im Kino sitzen. Anhand der Reaktion der Menschen haben wir einfach gesehen, es hat überzeugt und die Leute waren mega begeistert von dem, was wir dort geschaffen haben. Wir konnten es, wie gesagt, selber nicht glauben. Es war wie ein Traum gewesen, dass wir dann vorne auf der Bühne stehen und die Leute zu unserem Film applaudieren. Und das ist ein wahnsinniges Gefühl gewesen, weil das war so das Größte, was wir bisher geschaffen haben. Deswegen war der
die Premiere war für uns ein voller Erfolg. Und so hat man auch die Resonanz bekommen von den Leuten, dass das sehr, sehr gut angenommen wurde. Und alleine schon die Organisation mit dem Kinosaal, da einmal danke an Thomas und Piet, dass ihr das in die Hand genommen habt und dass ihr überhaupt organisiert habt mit diesem ganzen Kinosaal, dass wir da überhaupt einen bekommen. Beim Kino am Raschplatz, mitten in Hannover am Hauptbahnhof, das war schon wirklich extrem cool und auch ein wirklich klasse Kinosaal. Den größten, den wir da hatten, schön gefüllt bekommen. Ich war so stolz, dass unsere Arbeit sich ausgezahlt hat. Ich war so stolz, dass alles geklappt hat. Ich war so stolz, dass jedes einzelne Rad ineinander gegriffen hat und alles reibungslos funktioniert hat. Und ich war vor allem stolz, dass alles, was wir uns vorgenommen haben, wir auch 1:1 und noch besser umgesetzt haben. Und ich denke, darauf kommt es an. Schwierig in Worte zu fassen. Es ist Wahnsinn, was wir dort geschaffen haben. Mit diesem Team, mit dieser Leidenschaft. So alles nochmal Revue passieren zu lassen vom allerersten Film, wo man sich gesucht hat und wo man sich entdecken wollte, zum zweiten Film, um von den Fehlern und Kritiken halt zu lernen, bis hin zu dem dritten Film Unity Insanity, wo dann die sämtliche Erfahrung plus die ersten Kritiken halt ausgiebig debattiert, diskutiert und auch verarbeitet wurden und wir halt zu so einem guten, unglaublich starken, überdurchschnittlichen Ergebnis gekommen sind, dass für einen Kinokurzfilm auch schon einen sehr hohen qualitativen Stellwert hat, meines Erachtens, ich denke auch für das Erachten jedes Zuschauers. Allein diese Filmproduktion hat schon unheimlich viel Spaß gemacht und das, was man am Ende rausbekommen hat, hat auch echt viel Spaß gemacht. Ich denke mal, da spreche ich auch fürs gesamte Team, dass jeder da sehr, sehr happy war und ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Interview schon gesagt hatte, aber die Überraschung von unserem Team, die uns ja dann von der lieben Judith überreicht wurde, ein kleines Präsent mit Oscar, mit Filmklappe, mit Kopfmassagegerät, was übrigens das Beste ist überhaupt. Und ein paar Badekugeln. Und ich hoffe, ihr habt es nicht vergessen. Habt ihr was vergessen, Jungs? Ein Fotoalbum. Oh, shit. Ich habe natürlich das Fotoalbum ganz bewusst ausgelassen, damit ich das hier nochmal ganz bewusst rausstellen kann. Das war natürlich eine wunderschöne Überraschung. Also, wenn man da durchblättert, man sieht einfach so nochmal die kompletten Drehtage. Man sieht alles, was für einen Spaß wir mit dem Team hatten, nochmal in Fotoform. Einfach so wirklich zum Durchblättern. Das ist wundervoll. Auch ein physisches Fotoalbum zu haben, ist extrem cool und ich glaube, da haben wir uns alle riesig drüber gefreut, weil wir ja nichts davon wussten, war das extrem klasse und vielen lieben Dank nochmal an alle, die da mitgewirkt haben und auch die kleinen Briefe, die da noch drin waren, siehst du, die hatte ich noch vergessen, auch extrem lieb, einfach solche Briefe zu lesen und auch diese Dankbarkeit zu lesen, das war verdammt cool. Und dann gab es danach natürlich noch die Aftershow-Party, die natürlich sehr spontan erstellt wurde oder sehr spontan geplant wurde. Aber das ging dafür auch alles tatsächlich sehr, sehr gut vonstatten. Auch ein paar Tage vorher nochmal schnell ein paar Getränke gekauft für die Tanzschule. War natürlich auch sehr, sehr cool, dass wir das da machen konnten und die Getränke schon direkt vorher da einlagern konnten. Alles reingestellt und dann auf gut Glück gehofft, dass alles klappt. Das war eine spontane Idee von Thomas gewesen. Dass so, hey, lass doch eine Aftershow-Party machen. Scheiße, wo machen wir das? Und dann so, ja, Move in Style. Ja, fragen wir mal nach. Dann noch ein Gespräch mit einem befreundeten DJ, der dann auch umsonst für uns aufgelegt hat, was auch mega cool ist. Grüße an Demi. Und das hat alles einfach wunderbar geklappt. Und auch bei der Aftershow-Party, dann kam einfach, wir kamen so aus uns raus einfach auch und konnten ein bisschen feiern. Ich glaube, da war auch jeder happy, weil wir noch mal so ein kleines bisschen Konversationen führen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen tanzen, ein paar gerissene Hosen von Thomas und war ein cooler Abend oder Nachmittag. We've all got a fever,
Und auch, dass wir alle füreinander, miteinander und aneinander gemeinsam wachsen konnten, in jeder Hinsicht, sowohl in der Persönlichkeit als auch in der Leistung, von der Befähigung bis hin zu internem Know-how, was man alles so braucht für kleinen Detailwissen, für das Filmemachen. Und ich bin für die Vergangenheit an das gesamte Team so sehr mit Dank verbunden, genauso wie für die Zukunft, denn wir haben gerade erst angefangen. Und an das Team möchte ich einfach nochmal appellieren, deswegen spreche ich jetzt auch mal ganz kurz direkt in die Kamera. Vielen Dank nochmal an euch alle, ich weiß, ich habe das schon tausendmal gesagt, aber es ist wunderschön, jeden von euch kennengelernt zu haben und weiterhin Freundschaften zu pflegen und ich hoffe, ihr wachst auch alle weiter daran. Wir bleiben nicht stehen. Wir bleiben überhaupt nicht stehen. Wir stehen gerade erst am Anfang. Wir haben gerade erst begonnen. There's a puzzle round every corner, through every door. In every riddle, there must be something. Thank you.
Aber eins kann ich versprechen. Wem bisher unsere Arbeit gefallen hat in der Vergangenheit, da kann sich bombastisch darauf freuen, was in der Zukunft alles noch auf alle warten wird. Und ich merke jetzt bei mir selbst, ich komme viel mehr aus mir raus und es macht mir extrem Spaß, mit euch allen zusammenzuarbeiten. Und genau das ist diese Arbeit, die ich jetzt auch gerne weiterführen möchte. Mit The Silence Kills, mit dem nächsten Film. Oh, habe ich den nächsten Film gesagt? Was ist das denn? Immer dann, wenn man uns nicht sieht und nichts von uns hört, sind wir für uns, arbeiten weiter, erarbeiten uns viel Neues, konkretisieren viele Ideen, arbeiten sehr viel aus. Und eins kann ich schon mal vorweg sagen, der nächste Film kommt. Denn das wird sich alles in nächster Zeit zeigen, was wir da nämlich alles auf die Beine stellen wollen, denn wir haben sehr, sehr Großes vor. Ich hoffe, ihr wachst auch alle weiter daran und auch für die Zukunft alles Gute und ich freue mich schon auf die nächste Zusammenarbeit mit dem neuen Film. Denn da gehen wir ganz nach dem Motto, wir sind doch keine Penner und schieben jetzt mal die richtig großen Geschütze auf, denn wir haben da wirklich Bock drauf, denke ich, Jungs. Und ich glaube mal, das wird nicht nur zweimal so groß, wie Pete das schon gesagt hat, das wird mindestens 10-mal so groß. Ohne Spoiler an der Stelle, aber das wird mindestens 10-mal so groß. Wir sind die Besten. Wir ziehen das durch, Jungs. Wir haben das beste Team hinter uns. Und abschließend, ich liebe euch. Das nächste Ding wird das nächste große Ding. Unser allererster Independent-Film wird 3-mal größer, 3-mal länger, 3-mal mehr Staff haben, 3-mal mehr Cast. Die Story, die Kunst, und der Handlungsstrang, sowas, so einen Independent-Film wird Deutschland mit Sicherheit noch nie gesehen haben. Dafür sorge ich, dafür sorgt mein Team, dafür sorgen Adrian und Pete. Und ich kann versprechen, wenn das Ding durch ist und wenn ihr die ersten Trailer seht, wenn die ersten Arbeiten beginnen, dann werdet ihr wissen, wovon ich gesprochen habe.